Oh Leute, es ist soweit. Die Cheaterleien wurden richtig schön weggepimmelt und scheißen sich diesbezüglich schön ein. Der Cheat-Anbieter versucht Schadensbegrenzung zu betreiben und es gibt ein paar kleine neue Infos zur Overwatch. Let's go! Morgens sich als erstes so eine Gurke durch einen Entsafter zu schieben, ist schon wunderbar. Wie ihr hier bereits im ersten Clip sehen konntet, wurden viele Cheater jetzt einfach live komplett weggefistet. Die Lobbys werden von den Cheatern selbst recorded, während sie plötzlich alle genudelt werden. Die meisten scheinen dabei einen Global Cooldown zu erhalten. Convicted bei Overwatch? Aha. Majorly Disruptive, so. Das Ganze hier wird auch Shadowban genannt, denn die ganze Geschichte steht nicht als WAC oder Gameban auf dem Steam-Account. Man kann einfach nicht mehr spielen, aber es ist nirgendwo geführt. Deswegen sind auch die Ban-Tracker so ein bisschen überfordert. Also hier haben wir nochmal Convas, das ist weiter angestiegen. Ich habe euch ja gerade vor 1,5 Tagen die aktuellsten Zahlen gezeigt. Da war es, glaube ich, am 27. bei 170, jetzt ist es auf 217. Am nächsten Tag wiederum bei 171 WAC-Bans, dann hier bei 51, hier vorne nochmal bei 22. Also es steigt immer weiter an. CS-Stats geht hier bereits von über 900 Bans aus am 27. und dann einen Tag später nochmal von mindestens 750, so circa. Also die Zahlen sind ein bisschen schwierig zu lesen, wie gesagt, die Shadowbans kann man eigentlich überhaupt nicht richtig lesen. Es kamen vorhin einige in den Stream, die gesagt haben, dass bis zu 20.000 Bans rausgegangen wären. Dazu gibt es aber überhaupt keine Information. Aktuell sind Cheater, die betroffen sind, wahrscheinlich geschockt. Man scheint auch noch nicht ganz zu wissen, ob es jetzt nur Rapid Fire, das ist diese Kacke hier, dieses oder auch hinzukommt No Spread betroffen sind. Das wären in dem Fall zwei Features. Aktuell wird aber wohl auch noch darüber gegrübelt, ob alle Never Lose User gebannt sind oder getroffen sind. Hier ist auch noch eine Nachricht von Never Lose selbst. Uns ist aufgefallen, dass eine signifikante Anzahl an Leuten von Overwatch gebannt wurden. Im Moment untersuchen wir die ganze Geschichte noch. Sie gehen davon aus, dass es an Anti-Aim, Hive-Off, Aimbot und an anderen Dingen liegt und raten jedem User dazu, auf keinen Fall den Safe-Mode zu deaktivieren. Also die tappen wohl im Moment auch ein bisschen im Dunkeln. Und das ist übrigens natürlich auch genau der Grund, weswegen ich gesagt habe, Anti-Cheat-Updates und so weiter und so fort, werden hier nicht reingeschrieben. Counter-Stricken hat auch ein Update gefahren, jetzt am 30.04., also am Dienstag. Das Granaten-In-Air-Kill-Feed-Icon ist nicht mehr da. Ein Input-Error wurde noch beseitigt. In den Demos wurde ein bisschen rumgewurschtelt. Und es gibt jetzt besondere Diagnose-Features, mit denen man wiederum seine Performance-Probleme überprüfen könnte oder kann. Hier habe ich noch ein Video von Gabe Follower. Da hat er jemanden, der eben auch gerade reincheatet, fröhlich vor sich hin cheatet und dann werden die Leute auf einmal mittendrin gebannt. Das Ganze wurde von einem Cheater selbst, nehme ich an, aufgenommen und ich weiß nicht, ob der hier am Ende auch rausfliegt, das habe ich gerade noch auf Twitter gesehen. Vielleicht. Sieht man jetzt hier am Ende nicht, aber ich nehme an, dass der natürlich auch gebannt wurde dann. Übrigens an der Stelle vielen, vielen Dank an meine Helferlein Sanse und jemand, der nicht genannt werden möchte. Dankeschön. Wir lesen jetzt noch ganz kurz in ein paar Cheater-Kommentare zu diesen Bans rein und dann sage ich noch was zum Overwatch. All accounts banned. I got banned too. I'm victim. Ich habe gehört, dass jeder, der nach 2019 gejoint ist, gebannt wurde. Und dann hier auch nochmal eine recht witzige Eingabe, wie ich finde. And I wasn't even doing anything obvious. Ich habe es doch nicht mal offensichtlich gemacht. Was ja auch, das ist nochmal ein guter Side-Tipp von diesem Cheaterline hier. Und zwar wurden die Leaderboards auch ordentlich durchgerödelt. Wenn ihr in den letzten paar Tagen die Bestenliste im Blick gehabt haben solltet, habt ihr mitbekommen, dass hier einige waren, die Cheats beworben haben mit direkten Links. Und ja, ganz viele Accounts hier drin standen, die auf einmal alle fehlen. Die sind alle weg. Und jetzt sieht man tatsächlich, die Natur heilt nämlich langsam, man merkt's, Get Right oder Olaf Meister hier stehen. Oder Barbie. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind hier immer noch irgendwelche Kackvögel drin, klar. Aber das, war schon ein ordentlicher Schlag gegen die Cheater. Ah, und da bin ich wieder connected. Aha. Kommen wir noch kurz zum Overwatch-Part. Es wurden wieder einige Dinge Is Overwatch hinzugefügt, die mit Overwatch irgendwie zu tun haben. Und unter anderem wurden Schriftstücke wie zum Beispiel dieses hier gefunden. As a part of your Counter-Strike work. Also als ein Teil deiner Counter-Strike-Arbeit wirst du die Demos runterladen, bla 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 bla. Jetzt gehen manche davon aus, dass diese Overwatch-System-Partner tatsächlich richtige Partner, also Firmen zum Beispiel sind, die diese Overwatches übernehmen. Zumindest jetzt aktuell oder für den Anfang. Weitere Infos gibt es zum Overwatch aktuell noch nicht. Natürlich gehe ich oder hoffe ich, ich gehe nicht davon aus, aber ich hoffe, dass das Overwatch-System auch wieder für alle oder vielmehr für Trusted-Spieler freigeschaltet werden kann oder können wird. Und meinetwegen sollen sie da richtig hardcore gucken, dass du, was weiß ich, halt wirklich einen guten Steam-Account haben musst, dass du so und so viele Wins haben musst, irgendeinen gewissen Rank und so weiter und so fort. Vielleicht sogar noch irgendwas kaufen musst, keine Ahnung. Das halt mit hoher Sicherheit keine oder nur ganz wenige Bad Actors, also halt einfach Cheater, da reinkommen können, um die ganze Sache zu manipulieren. Das war bei Go im Overwatch an gewissen Punkten schwierig. Da gab es auf jeden Fall Verseuchungen und da wurden mit Absicht halt Fälle einfach anders bewertet von großen Cheatergruppen, damit dann wiederum das KI oder AI Anti-Cheat im Hintergrund nicht richtig lernt. Weil die KI sagt, der hat an, guck bitte mal drüber, du Mensch. Der Mensch sagt, nö, der hat nicht an, obwohl er anhat.
Und die KI sagt, hä, aber der hat doch an. Da dann jetzt eine Firma dran zu hocken, ist natürlich ein guter Plan, vor allem für den Anfang, um der KI zu versichern, ja, das ist alles richtig, was du hier vorschlägst, das ist super. Das ist natürlich eine sehr geile Meile. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie im Hype ausbrechen von wegen, ach, nie wieder Cheater. Wir hatten schon immer Bannwellen und danach kamen sie dann wieder. Cheater wird es auch natürlich immer geben, aber wichtig ist uns allen ja hauptsächlich, dass es nicht mehr in dieser Quantität geschieht wie die ganze Zeit. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es vor allem die letzten 2 Monate, 3 Monate wirklich extrem war. Auf den unteren Rängen mag es in Ordnung gewesen sein, aber ab 18, 19, 20.000 war es ja einfach, also zu. Da ging einfach nicht mehr viel. Diese Bannwelle kam jetzt hier bei uns zum Beispiel mitten im Livestream. Also es kamen immer mehr Leute in den Stream, die gesagt haben, ey, Bannwelle, was geht hier ab? Die Leute werden gebannt, was passiert hier? Deswegen ist es für mich jetzt auch schon wieder 3.49 Uhr. Aber es gibt natürlich kaum eine schönere Überraschung für das Ende eines Livestreams als die Information, dass eine richtig dicke Bannwelle gerade über alles hinwegrollt. Ein gutes Videoende habe ich für euch aber noch in der Tasche. Und zwar gibt es 2 Dinge. Erstens, die Information, dass nach dem letzten Knife-Giveaway jetzt wieder ein Glove-Giveaway im Livestream erscheinen wird. Ich denke, die ganze Sache rollen wir dann nächste Woche an, also kommt schön rum auf Twitch, Link ist in der Beschreibung, ich stream 3x die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Und natürlich machen wir jetzt auch noch geschwind ein kleines Giveaway, heute gibt es eine Stat-Track, Tech9 Bamboozle, guckt euch dieses Teilchen an und passt auf, hier bauen wir eine ganz kleine Raffinesse ein, weil ich glaube, viele gucken kurz durch die Kommentare und raffen, ah ja, aha. Und zwar, ihr schreibt einfach euren Standardkommentar, keine Ahnung was ihr halt schreiben wolltet, wow, ist die Waffe grün oder sowas. Und ihr guckt, dass ihr bisschen weiter hinten, nicht ganz am Ende, aber ein bisschen weiter hinten in eurem Satz, so ab der Hälfte irgendwo, einen Punkt einbaut in den Satz, den ihr geschrieben habt, obwohl er an der falschen Stelle ist. Also wie zum Beispiel sowas hier, ne? Dieser Punkt, den habe ich jetzt einfach da reingemacht, dabei gehört er da gar nicht hin. Also schreibt einfach den Kommentar, den ihr schreiben wolltet, keine Ahnung, was zum Thema, und dann baut ihr da irgendwo einfach einen dreckigen Punkt ein, der da gar nicht hingehört. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, wahrscheinlich dann übermorgen oder im nächsten Livestream. Wie gesagt, 3x die Woche, Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr, Freitag, 20 Uhr, haut da rein, later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter. Oh.